Herr Konstantin. Herr Präsident, kannst du die Musik ein bisschen leiser machen? Weil sonst kriege ich Copyright Strikes. Hallo, moin und willkommen, meine Lieben, vom Oris Event bei Juwelier Weber. Und bei mir ist der Herr Präsident, der Hardy, der Bernhard. Bernhard, schön, dass du eingeladen hast, muss man ja auch sagen. Also schön, dass du gekommen bist. Jawohl, Ehrensache, oder? Bernhard, was machen wir heute? Wir stellen heute einfach mal Neuheiten und Allgemeines von Oris vor. Wir haben lecker gegessen. Sehr lecker. Wir haben sehr nette Leute hier, gute Gäste, ohne die es nicht stattfinden würde. Also da werden wir gleich auch noch ein bisschen gucken, meine Lieben, wer so als Gast da ist, was die an Uhren dabei haben. So kleinen Wristcheck gibt es auf jeden Fall auch noch heute Abend. Wristcheck. Warum hast du keine Oris? Ich habe noch keine Oris. Was macht man da? Eine Oris kaufen. Ja. Oder den Bernhard fragen, als dass er mir die Oris organisiert. Bernhard, du bist nämlich heute... du bist heute in offizieller Funktion hier. Ja. Und zwar bist du ja der Präsident vom... Oris Social Club Düsseldorf. Gucke mal. Und du hast das Ganze hier mit Juwelier Weber zusammen und Oris zusammen organisiert. Ich hab's organisiert und Weber hat mir dankensweise die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir dürfen uns jetzt hier die Neuheiten und Allgemeines von Oris anschauen. Und auch andere Uhren noch. Nachher noch eine Menge anderer Uhren. Und wir reden über vieles, alles über mechanische Uhren, Quarzuhren. Das hört sich nach einem guten Plan an. Meine Lieben, warum ich ein Mikrofon dabei habe, wir haben hier riesen Lärm drumherum. Hier stehen überall Leute. Wir sind zu 17 Mann, alles Corona-konform, muss man auch sagen. Deswegen habe ich das Mikrofon dabei. Aber ich denke mal so als Reporter, der Rasen, Mr. Bier, der rasende Reporter auf dem Oris-Event. Kommt das, denke ich mal, ganz gut. Bernhard, ich bin richtig gespannt. Ihr habt schon ein bisschen aufgebaut, der Stefan und du. Wir gucken uns gleich ein paar Oris-Modelle an. Ich zeige euch die natürlich auch. Und wir gucken an, wer so dabei ist, wer hier mitmacht, was die so am Arm tragen. Deswegen haben wir auch neben Oris gleich ein paar andere Uhren, wo man gucken kann. Die Mischung macht es immer. Ja. Das ist, denke ich mal, die Hauptsache. Genau. Bernhard, danke nochmal für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Ja, wir drehen gleich auch noch ein bisschen was anderes noch. Aber das kommt irgendwann in den nächsten Tagen auch noch raus. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was wir an Uhren haben, filmen ein paar Impressionen und dann gucken wir uns gleich oder sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, mein Lieben, ich habe das schon angekündigt, wir machen ein paar Wristchecks heute Abend. Der erste vom Felix ist ein sehr interessanter Wristcheck, weil wir haben beide eine Pannerei dabei. Felix, erstmal schön, dass du mitmachst. Welche Pannerei hast du am Arm? Ich habe die PEM 915 am Arm. Die 915, welche Pannerei wolltest du denn ursprünglich kaufen? Ursprünglich wollte ich eine Base Logo haben. Das ist ja interessant, die wollte ich auch haben. Hintergrundstory ist, wir haben uns beide bei Juwelier Weber für die Pannerei Base Logo angemeldet quasi, wollten die kaufen. Der Stefan hat die Base Logo, die für den Felix bestimmt war, einfach mitgenommen. Und mir gezeigt mit der 914. Und was ist dir dann passiert? Ich hatte noch eine in Blau zur Auswahl. Ja, das war die Blumare. Und habe dann aber scheinbar ähnliche Gedankengänge wie du gehabt. Ich dachte, die ist doch viel geiler, muss ich doch die nehmen. Ja, 300 Meter Wasserdichtigkeit, Sandwich-Style. Die kleine Sekunde ist bei dir noch dran, die fehlt bei mir. Aber ja, super Auswahl, klasse. Auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Hast du auch eine Oris bei dir in der Sammlung, wo wir schon auf dem Event sind? Eine Oris habe ich auch, ja. Welche? Hätte ich sogar mit, müsste ich aber holen. So, was haben wir da fein? Oh, sehr fein. Was ist das für eine Oris? Das ist eine, die man, glaube ich, nicht so häufig sieht, das, oder zumindest in neuerer Zeit nicht. Das ist eine Williams F1 Day-Date. Ach, guck mal, die Williams F1 hat der Bernhard auch. Oh, jetzt muss ich stoppen, weil jetzt wollen die offiziell was sagen hier. Feierabend, Schluss, okay. Also wir sprechen gleich noch ein bisschen über Williams F1 und müssen mal schauen, was der Bernhard und der Stefan jetzt hier vorbereitet haben. Also bis gleich. Oris. Oris kommt ja eigentlich aus dem schönen Hölstein, Nähe deutsche Grenze in der Schweiz. Genauso wie, passend hier zu Gelsenkirchen, 1904 gegründet, wie unser Zweitliga-Club. Also von daher sind wir da trotzdem in einer gewissen Art und Weise erst Liga und mäßig unterwegs. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Oris ist für mich persönlich eine der Marken, die Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich extrem gut aufgestellt ist. Ihr kriegt bei der Akkus ein verschraubtes Band, eine Keramiklünette, einen sehr schönen Saphir-Glasboden und für mich persönlich auch in der Preislage eine der schönsten Zifferblatt-Gestaltungen, die es dort gibt. Wir haben versucht, möglichst alles von diesem Jahr irgendwie auftreiben zu können, was für den normalen Einzelhändler zu bekommen ist. Hat uns eigentlich fast alles geklappt. Ansonsten haben wir dieses Jahr neu vorgestellt, oder hat Oris dieses Jahr neu vorgestellt, die Upcycle. Ich denke, das ist so eine der Uhren, die
am meisten Aufsehen erregt hat. Es ist ein komplett recyceltes PET oder ein Zifferblatt, was komplett aus recycelten PET-Flaschen hergestellt worden ist. Dadurch ist jede Uhr komplett individuell. Einmal 36,5 mm, sieht man von der Farbkombination her halt auch schon, es ist einfach ein bisschen femininer gemacht. Und einmal 41,5, halt etwas dunkler gehalten. Jede Uhr ist komplett eigen. Dieses Jahr auch neu vorgestellt mit der Upcycle zusammen, war die Aquis Pro. Jetzt schlacht mich tot. Ich glaube, entweder 49 oder 50 mm, eins von beiden. Aber gut. Korrekturen, wer weiß es? Sehr gut. Der bin ich der Einzige. Ich meine 48 hätten wir mal. 48? Ich meine 48, 49. Also selbst aber bei 16 cm Handgelenkumfang, ich würde es tragen. Ich finde es cool. Kaliber 400, 5 Tage Gangreserve, 10 Jahre Garantie und antimagnetisch. Und hier halt auch wirklich mit diesem Safety System von Oris. Ich muss die Lünette nach oben ziehen, damit ich die Lünette nachher eigentlich verstellen kann. Farbe, klar, passt jetzt nicht ganz unter Gelsenkirchen, aber wir sind ja auch heute hier vertretungsweise für den Oris Social Club Düsseldorf. Von daher dürfen wir. Dann geht's weiter mit den Kaliber 400 Aquis 41,5. Da haben wir momentan einmal die anthrazitfarbene, einmal die blaue und dann gibt es ja nochmal die grüne. Extrem cooler Verlauf vom Zifferblatt, schönes. Besonders bei der anthrazitfarbenen, schön hell in der Mitte, nach außen immer dunkel werdender. Bernhard, du hast du eine Kaliber 400? Nee, aber ich würde sie nehmen. Halt hier auch sehr cool, wie bei den 43,5 mm Varianten, schönes Schnellwechselsystem, so dass ich da auch mit den Kautschukbändern wechseln kann. Eine große Kette hat ja jetzt auch eine Aquis in 41,5 im Blau rausgebracht mit einem blauen Kautschukband. Also wir kriegen, wenn alles gut geht, nächstes Jahr blaue Kautschukbänder für Oris in 41,5. Es ist aber auch ganz klar in Holstein so angekommen, dass die Community im Allgemeinen da bunte Bänder möchte. Dass gegebenenfalls orangene Bänder in 41,5, in 43,5 mit dem Schnellwechselsystem einfach da auf den Markt kommen, dass da einfach auch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Dann haben wir einmal die Diver, für mich persönlich einer der Highlights. Ich finde die von der Farbkombination einfach richtig klasse. Von der Lume-Farbe ist die hier. Die Lume-Farbe, die ist mega. Türkis. Könnt ihr euch gleich alle anschauen, also gleich Touch and Feel, so viel wie geht. Gibt es einmal mit dem Stahlband, alternativ natürlich dann halt auch noch mit dem Lederband. Wir haben sie extra mit dem Stahlband genommen, weil ein Lederband, sag ich mal, ist in der Nachbeschaffung nie so teuer wie ein Stahlband. Dann einmal die von den Buschuhren Oko, wie hieß sie denn? Okavango Air Rescue. Grünes Zifferblatt mit einem NATO-Strap, sage ich mal, was aber so ein bisschen elastisch ist, sodass sich das halt auch wirklich gut dem Handgelenk anpasst, je nachdem, was für eine Temperaturschwankung drin ist. Und last but not least, vor 2 Wochen vorgestellt, Bronze 41 mm, richtig geile Uhr. Was sie wirklich da auf den Markt gebracht haben mit dem leicht goldenen Schriftzug, goldene Indizes mit den arabischen Ziffern, muss man einfach mal echt gesehen haben, also auch gleich anprobieren. Auch wenn es Bronze ist, man muss es wirklich mal sehen und dementsprechend finde ich sehr, sehr schön auch mit dem Textilband. Für die Leute, die Spaß dran haben an Technik, an skelettierten Uhr, eine Big Crown Pro Pilot X. Wir haben auch eine VR-Brille da. Vielleicht kennst du ein oder andere vom letzten Jahr. Da hat es Oris auf der Watchtime oder halt auch bei unserer Sonderdekoration. Kann man aufsetzen und man ist in dieser Uhr drin, in 3D und kann sich das mal einfach komplett anschauen. Wie sieht das aus? Also wer da gleich Interesse hat, einfach Bescheid sagen. Können wir dann gleich gerne mal machen. Meine Lieben, wir sind jetzt gerade mit dem Volker zusammen. Volker, grüß dich, Mahlzeit. Du hast eine Oris am Arm. Ich habe eine Oris am Arm. Welches ist das? Die Oris Aquis Source of Life, eine Special Edition von vor 2 oder 3 Jahren. Und warum hast du die Source of Life? Ich habe die Source of Life, weil sie im Rhein gewidmet ist und ich mein Leben lang schon am Rhein wohne. Köln? Zwischen Köln und Düsseldorf, genau. Oh, sehr schön. Ja, Krisengebiet quasi. Also ist ja. Ja. Frage ist alt oder Kölsch. Ja, das stimmt. Also du musst beides trinken. Ich mag lieber Kölsch und bin aber lieber in Düsseldorf. Oh, und Kölsch mit nach Düsseldorf nehmen ist immer ganz schlecht. Ja, das stimmt. Aber sehr schön, Uhr. Was sagst du zum Oris-Event aktuell? Finde ich sehr, sehr interessant hier. Sehr schön, auch mal andere Leute kennenzulernen und
unter dem Verrückten mal ein bisschen sich auszutauschen. Genau, mal längere Gespräche als nur 2 Sekunden erklären, warum mache ich das. Von den vorgestellten Modellen, irgendeinen Favoriten aktuell? Aktuell ist für mich die Pro Pilot. Die ist cool. Ja, schön. Super Uhr. Ich habe eher im grauen Blatt als im blauen. Wo ich eigentlich viel blau habe, aber da gefällt mir das Graue besser. Braucht man aber auch mal ein bisschen Abwechslung, ja, ne, bei den Blättern. Alles klar, Volker, ja, schönen Dank. Weiterhin noch viel Spaß und einen schönen Abend. Dankeschön. Alles klar, hau rein. Danke dir. So, und das reiht sich jetzt nahtlos aneinander. Wir haben den Heiko hier. Heiko, Mahlzeit. Mahlzeit, Servus. Auch schön, dass du da bist. Wristcheck, was hast du am Arm und warum? Wristcheck, also ich habe am Arm die Rolex Submariner Date. Sehr schön. Ja, neue Version, ist meine Geburtstagsuhr zum 50. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ist schon im März gewesen. Ah, zählt immer noch, oder? Ja, zählt noch, okay. Und wie gesagt, war eine Wunschuhr von mir und alles andere baut sich praktisch in meiner Sammlung um diese Uhr drumherum. Aber das war halt die Uhr, die ich immer schon gerne haben wollte und wo ich dann gesagt habe, gut, wenn es bis zum 50. klappt, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja. Rolex Sportmodell, da höre ich Wartezeiten, so habe ich die im Hinterkopf. Wie lange hast du warten müssen? Anderthalb. Ja. Wow. Aber hat sich gelohnt dann zum Geburtstag? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Ja. Genau. 4 Wochen vor meinem 50. Geburtstag kam dann der Anruf und dann durfte ich die Uhr abholen und hat mich sehr, sehr gefreut, ja. Das soll wohl sein. Haben sie extra gewartet, um dich anzurufen? Ja, ich hoffe. Ansonsten uhrentechnisch, Ores-Event, hast du hier so einen Favoriten schon entdeckt? Ja, ich habe 2 Favoriten. Ja, oh, zum einen die Pro Pilot, also die skelettierte Version. Warum die? Weil ich halt die Technik, mit dem, dass man komplett durchgucken kann und dass man das ganze Mechanische sieht, finde ich total interessant. Mhm. Und eigentlich interessiere ich mich nicht für Dresswatches, aber wir haben die Bronze-Variante. Die ist mega, stimmt. Finde ich richtig toll und Preis-Leistungs-Verhältnis auch vom Armband. Das Armband finde ich mega, ja. Und finde ich ganz toll. Und dritte Variante wäre sogar noch die Datwatt. Dann allerdings mit dem Couch-Armband. Kann ich verstehen. Die Datwatt ist auch klasse. Finde ich eine super Uhr. Heiko, dann ganz vielen Dank und auch einen richtig schönen Abend wünsche ich dir. Danke. Ciao. Bis dann. Und wir machen nahtlos weiter mit einem alten Bekannten, mit dem auch noch was kommt gleich. Meine Lieben, seid gespannt. Es gibt noch ein Shopping-Video, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Nein. Martin, schön, dich mal wiederzusehen. Ja, auf jeden Fall. Was hast du am Arm? Was habe ich am Arm? Eine Uhr. Okay, danke. Dann. Nein, die Orient Kamazoo mit rotem Blatt. Sehr schön. Die ist mega. Die ist echt eine tolle Uhr. Warum hast du die geholt? Guckst du abends so ein bisschen YouTube? Nein. Gibt so einen YouTuber, runde Brille, keine Haare, bisschen Bart, nennt sich Mr. B. Der hat mir die irgendwann mal aufgeschwätzt und hat gesagt, ist eine Top-Uhr. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und in dem Preissegment gibt es nichts Besseres. Hab also angefixt, schuldig. Angefixt. Oris, hast du dich schon ein bisschen umgeguckt? Ja, ganz gefährliches Thema. Ganz Oha. Gefährlich. Ich habe, Moment, wo ist sie? Was natürlich... denke ich, zu mir passt, der Mann mit kleinen Uhren. Also für die, die es noch nicht wissen, es gibt ein Video auf meinem Kanal über den Breitling Super Avenger von Martin. Der hat schon 48 mm. Da passt ein 50 oder 52 mm Öhrchen von Oris auch dazu. Da geht noch was. Da geht noch was, oder? Definitiv. Kaliber 400? Kaliber 400. Von der Farbe her eigentlich sehr dezent. Ich mag das Kautschuk von Oris. Die sind auch gut. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Und mit der Lünette, die diese, ich weiß nicht, wie heißt das, Safety-Technik? Safety-Click-System, keine Ahnung. Also die muss man quasi einmal hochdrücken, dann kann man sie erst stellen, wieder runterdrücken, sodass sich wirklich nichts bewegen kann. Ich bin jetzt natürlich nicht der absolute Sporttaucher, dass das jetzt wichtig wäre. Aber es geht ja ums Detail. Richtig. Ich mag die Technik an der Uhr. Ja, auf jeden Fall, ja. Richtig coole Auswahl. Aber es wird ja heute keine Oris geben, sondern was mit Flügeln gegebenenfalls. Aber das gucken wir uns gleich noch an, meine Lieben. Martin, danke dir erstmal. Fliegen wir im nächsten Video zu hin. Fliegen wir im nächsten Video zu hin. Martin, besten Dank und noch einen schönen Abend, wohl. Dankeschön. Ciao. Ciao. Willst du auch mal kommen, Jan? Als nächstes haben wir den Jan hier. Jan, grüße dich. Was hast du am Abend? Ich habe eine Oris Kaliber 400 Aquis. Ich halt... fand ich einfach absolut genial. Es fing quasi mit der ersten Aquis an und dann wollte ich mir eigentlich die Clean Ocean, die auch mit dem blauen hatte, aber die war mir zu klein. Dann war ich nachher froh, als sie nachher mit dem Kaliber 400 rauskam, in größer, war quasi direkt mit 2 Fingern in der Klappe geschlagen, Manufakturwerk, was ich haben wollte. Und größere Uhr. Und größere Uhr und der gleiche Blauton, also da passte eigentlich alles. Was hast du für einen Handgelenksumfang? Weiß ich gar nicht auswendig. Ist schon ordentlich, ist schon groß. Also da muss die 43,5 sein, zumal der Aquis-Modell auch kleiner ausfallen. Ja. Aktuelle Oris-Auswahl, was ist dein Favorit? Schwierig. Die Bronze finde ich genial. Die ist echt schön. Aber ich bin nicht so der Freund von Patina. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich nur putzen werde an der Uhr. Das kann ich nachvollziehen, da geht es mir ähnlich.
Deswegen, da ist so ein bisschen auch so eine Hassliebe, da ein bisschen mit Bronze. Ist dann schwierig, aber ein Bronze wird irgendwann kommen. Dann muss ich halt da ein bisschen putzen. Dann glänzt das auch wieder. Ja. Alles klar. Ja, dann vielen Dank und noch einen schönen Abend. Danke. Alles klar, reingehauen. Tschüss. Alles klar, mein Lieben. Ich bin jetzt hier zusammen mit dem Alex. Alex, schön, dass du dabei bist. Brisscheck, was hast du am Abend? Ich habe die Hublot Big Bang in Stahl und Keramik quasi, das Original aus 2005, ganz frisch bei mir, seit 3 Wochen. Super schöne Uhr. Und zum Geburtstag auch. Zum 40. Ja, manche gehen auf die Santos. Ich habe mich für die Hublot entschieden, ja. Santos kommt bald auch noch. Wer weiß. Allgemein Oris-Event, wie hat es dir gefallen? Super, die verschiedenen Modelle mal zu sehen. Also der Sonnenschliff von der Aquis, der hat mich am meisten eigentlich geflasht, das muss ich sagen. Also wenn Oris 1 kann, dann sind das Ziffernwetter, oder? Definitiv, ja. Und welches Aquis-Modell war dein Lieblingsmodell oder welches Oris-Modell, muss man hier sagen? Ich würde schon die Aquis mit dem grünen Zifferblatt, die klassische, nehmen, vielleicht auch die Hangang. Die Hangang ist mega, super, oder? Ja. Obwohl auch die Aquis Kaliber 400, ne, mit dem Grün ist auch nicht auch verkehrt. Gut. Alex, war schön, dass wir uns mal persönlich treffen konnten. Hoffentlich bald wieder. Und ich bin gespannt, was bei dir noch als nächstes so ansteht. Ja, wir werden berichten. Wir werden berichten, auf jeden Fall. Alles klar. Schönen Dank. Reingehauen. Ja. Mach's gut. Was soll ich machen? So. Du brauchst ein Schild, wie du möchtest, Andreas. Ja. Erstmal schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich. Ich wollte noch einen kleinen Wristcheck machen. Was hast du heute am Abend? Eine Tudor Black Bay Harrods. Ich halte die mal so. Du kannst auch ein bisschen näher kommen. Ich kann sie auch mal ausziehen. Sehr schöne Uhr. Aus London importiert. Genau. Mit sehr viel Glück bekommen. Genau. Hast du die mitbringen lassen wollen? Mitbringen lassen, genau. Sehr schön. Offiziell verzollt mit allem drum und dran. So wie es sich gehört. So wie es sich gehört, ja. Und hat sich gelohnt, oder? Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Also es ist eine Uhr, wo man wirklich jeden Tag Spaß hat. Und es ist nicht limitiert, wie viele denken, sondern ist eine Special Edition. Die wird immer noch gebaut und halt Stück für Stück für Stück. Aber du kannst sie immer noch kaufen. Genau, man kann sie immer noch kaufen, kann sich jeder auf die Liste setzen lassen. Und ich glaube, dass es noch so ist, dass man 7 Tage Zeit hat, um die abzuholen. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, ne, wenn man da beruflich eingebunden ist. Also, oh ja. Ich bin froh, dass es bei mir jetzt so geklappt hat und ich nicht hinfahren musste oder hinfliegen musste. Das glaube ich. Allgemein, Oris-Event hat dir gefallen heute? Ja, war mega, mega. Sehr viele neue Modelle gesehen und auch das ein oder andere, was man nur so aus dem Fernsehen gesehen hat oder aus dem Katalog mal live anfassen können. Und ja, sehr schöner Abend hier. Ja. Und welche war dein Favorit heute? Mein Favorit war eigentlich die 65. Diver, der war schön mit diesem... dieses Farbspiel war relativ cool, auch mit diesem... Mit dieser grünen Lume. Und genau, so Türkis. Ne? Das war wirklich war schön. Mega. Wirklich so ganz schön flach und rutscht so unter der Hemdmanschette drunter. Also ganz, ganz toll. Ja. Sehr schöner Vintage-Diver auf jeden Fall. Ja, super. Andreas, danke dir. Ja, und super. Noch einen schönen Abend wünsche ich dir. Ja, danke. Danke. Ciao. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. So, meine Lieben, ein langer Event geht zu Ende. Eine Sache habe ich noch vergessen am Anfang mit dem Bernhard, nämlich einen Wristcheck zu machen. Du hast nämlich auch eine ganz besondere Uhr am Arm. Welche hast du denn dran? Eine Aquis. In Vollgold. In Vollgold. In Vollgold. Ja. Nummer 48 von 50? Sensationell. Ja. Hammeruhr. GMT? GMT, ja. Warum 48? Die Nummer 48, das war die, die da vorhanden war. Vielleicht, ich glaube, die 49 nicht mehr. Okay. Die 49 wahrscheinlich nicht mehr. Und die 50 auch nicht mehr. Ja, tipptopp. Ja. Super. Alex. Auch schön. Submersible. Oro Rosso. Wir sind wieder die Panerai Bros. Ja. Geht ihr beiden, nochmal einen herzlichen Dank für euch für ein richtig cooles Event. Leckeres Essen, super Bedienung, Beratung von dem gesamten Team. Er hat richtig Spaß gemacht bei euch. Stefan, komm mal her. Doch, komm hier rüber. Doch, Stefan, komm noch mal dabei. Dir auch nochmal schönen Dank. Habt ihr mega organisiert das Ganze. Ja, auch also nochmal. Ich kann nur Dank sagen bei Weber. Das ist. Ich brauchte heute nur kommen und war alles fertig. Ja, sehr schön. Ich auch. und Stefan hat alles vorbereitet. Ich sag mal so, meine Kollegin, die hat mir hat uns sehr, sehr gut unterstützt, hat alles im Hintergrund wirklich extrem gut vorbereitet. Von daher bin ich da. Ich sag mal, ist einfach sehr dankbar drum. An die Nicole. Ja, danke an die Nicole. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt schöne Eindrücke hier mitbekommen vom Event. Ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft auch noch mal
wieder sowas sehen können, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Danke, dass du da warst. Bin gespannt auf die Impressionen, die ich hier einfangen kann. Ja. Seid gespannt aufs Video. Meine Lieben, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Wir wollen alle nach Hause. Ist schon ein bisschen später. Wir wünschen euch allen noch ein richtig schönes Wochenende und eine richtig gute Woche. Freuen uns darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen und sagen Goodbye und auf Wiedersehen. Verbleiben wir wie besprochen. Ja. Tschö. Ciao, reingehauen.